Dankeschön. Danke. Kennen Sie das auch, Frauen, die sagen, ganz ehrlich, ich stehe eigentlich nur auf Männer mit Macht? Wie heißt du? Martin. Martin, was machst du beruflich? Lehrer. Lehrer, das heißt, du bist nicht mächtig? Außer du hättest Tobis Sohn. Nein, aber Frauen wollen wirklich, also du schaust doch zu gut dafür aus. Das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, weil mächtige Männer sind ja normalerweise 1,55 Meter groß, schielen, haben einen Buckel, zwei Buckel. Ach, drei Buckel und die haben Mundgeruch, ja, und die schielen. Und wenn aber eine Frau weiß, die hat 5000 Leute unter sich, dann werden die Frauen fuschig. Aber was willst denn du neben 5000 Menschen noch unter dem auch noch sein? Da wird's doch eng. Und glaub mir, Diktatoren und Manager liegen immer oben, auch mein Mann, weil er gesagt hat, ist der Handyempfang besser. Ja. Und es gibt Frauen, die sagen, mächtige Politiker, das ist das Heißeste, was es gibt. Eine Freundin von mir hat behauptet, sie hätte eine Affäre gehabt mit Friedrich Merz. Sie hat gesagt, Lissi, mit so einem mächtigen Mann in einem Hotelzimmer, diese Aura der Allmacht, oh, und dann diese Zunge, die im Bundestag schon so viel intelligente Sachen gesagt hat und jetzt zwischen meinen Lippen hängt und sich anfühlt wie eine elektrische Zahnbürste ohne Batterie. Und dann diese Hände, die schon bei BlackRock gewusst haben, wie man richtig hinlangen muss und jetzt seit einer Viertelstunde unbeholfen versuchen, meinen BH zu öffnen. Und diese Hände, die jetzt plötzlich an meinen Beinen herumschrauben, wie ein elektrischer Rasenmäher in einem viel zu gepflegten Vorgarten. Diese Hände könnten auch den Knopf zur Atombombe drücken. Gut, vielleicht nicht zur Atombombe, aber sie könnten auf den Knopf drücken und den Zimmerservice holen, ja? Aber diese Allmacht, ich glaube, ich könnte schon wieder. Ja? Der Einzige, der auf den Atomknopf drücken könnte, ist Wladimir Putin. Können Sie sich noch an die Pin-Ups-Fotos erinnern? Er oberkörperfrei auf dem Pferd? Das Tier duscht heute noch. Und der Oberkörper von dem Putin, der sieht nicht aus wie gemalt, der ist gemalt. Und solche Männer, die sind anstrengend, weil die haben Komplexe. Wir Frauen, wir brauchen ein bisschen Sicherheit. Weißt du? Schatz, gehst du jetzt so weg? Хорошо. Muss ich noch deine Land überfallen heute Abend? Ja, aber Schatz, zum Abendessen bist du schon da, oder? Na, habe ich gewonnen, Freiwillige. Ja, machen wir Artillerie und gehen wir in Krieg. Sonderkommission, da war immer. Ja, das ist ekelhaft. So was finde ich furchtbar anstrengend. Für mich ist mein wahrer Held, mein Mann. Neulich hat mein Mann gesagt, Lissi, du nervst wie Sau, aber ich liebe dich trotzdem. Und dann habe ich gesagt, wirklich? Und dann hat er gesagt, ich glaube schon. Dankeschön.